Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Wir sind in Megaton, um den ganzen Schrott, den wir bei uns tragen, gerade loszuwerden. Und um eventuell unsere Ausrüstung mal langsam zu reparieren wieder. Ja. Das wäre nicht schlecht. Sogar eher vorteilhaft, würde ich jetzt einfach mal sagen. Was darf's denn sein? Ich hab Altmetall. In Ordnung. So, das haben wir dann schon mal. Dogmeat, weg. Ah, hallo. Bin gerade ein bisschen... Dip, was gibt's denn Angebot? Was habe ich denn zu verkaufen? Kippen. Oh Gott, und schon ist er. Schon easy ausgelastet. Nehme ich. Nehme ich auch. Kannst du auch haben. Jetzt hast du sonst noch so eine Munition. Das hier nehme ich gerne. Und das. Gute Jagd. So, dann Kleidung, genau. Reparieren. Wie sieht's aus? Ja, ganz okay. Der Helm sieht auch ganz okay aus. Was schleppst denn du eigentlich gerade noch so mit dir rum? Was gibt's? Ausrüstung tauschen. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Das. Die Metallrüstung können wir noch verkaufen. Ich meine die Dingsrüstung. Machen Sie sich nichts aus dem Rauch. Schauen, was es im Angebot gibt. Kleidung. Rüstung und das. So. Gute Jagd. Halt die Mini. Oh, wussten Sie schon, dass... Aber ich glaube, die ist auch schon viel zu gut, die Waffen, ne? Die Minigun, ja. Die können wir eh nicht andrehen. Ist zu teuer. Können wir sie wenigstens reparieren. Damit es noch teurer wird. Gut. Dann können wir auch direkt mal zur Bibliothek von Arlington. Da noch die 4 Bücher abgeben. Dann, wo könnte man noch hingehen? Ja, wie gesagt, questmäßig haben wir alles. Ich weiß jetzt nicht, was uns das noch groß bringen sollte, Gebiete zu erkunden. Ich würde echt sagen, wir machen mit der Hauptstory weiter. Wie gesagt, vergesst nicht zu erwähnen, wie ihr das gerne hättet mit Fallout 4 und Fallout New Vegas, ob ihr es parallel laufen haben wollt oder nicht. Gut. So. Ja, gib mir da Bescheid, ne? Schreibt's in die Kommentare, schreibt's bei Facebook. Wherever you want. Geh noch nach Rivet City. Schließlich lässt sich dort auch noch handeln. Schon eine nette Gegend. Nichts kann die Railroad aufhalten. Waffen. Sniper Rifle.
Weapon Modification, my equipped weapon, extended magazine. Nice. Gut. Tach. Wenn Sie was wollen, dann sagen Sie es ein. Kleidung. Ja, nicht genau das, was ich wollte, aber geht schon irgendwie klar, ne? Munitionsmäßig. Jawohl. Sowas sieht man doch gerne. Ein Weib. Kleidung. Zack, zack. So. Das ist nicht umsonst abgesperrt. Macht doch nix. Willkommen im Potomac Attack. Was hast denn du noch so? Ein Kampfhelm wäre nicht schlecht. Hast du aber nicht. Dann gibt's auch keine Kronkorken von mir. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Sind Sie... Ja, voll Hauptsache saufen, ne? Du hast hier nichts Interessantes für mich. Sie werden... So. Teilen Sie sämtliche Auffälligkeiten bitte mir oder einem Sicherheitsbeamten mit. Eine Scheiße habe ich noch für Haben dich. Haben Sie sich schon entschieden? Ja, ich habe noch was. Ja. Da. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Nee, danke. Let's move away from here. Waffen. Auch nicht. Ich würde dann gerne noch zur Base, zu unserer Basis. Warum stehen wir hier rum? Warte hier. Bleib hier. Wobei, eine Quest können wir noch abholen. Da schauen wir jetzt gleich noch vorbei. Muss jetzt echt noch warten. Warum steht oben keiner? Hallo. Mach halt Training. Training. Ja. So, drei haben wir jetzt auf Training geschickt. Training. Hallo. Der macht auch Training. Patrouillier du mal. Machst auch gleich Training. 96 Sekunden müssen wir noch warten. Tag. Mark 8 Geschütze. Eieieiei. Ja. Hast du schon was du machst? Patrouillieren. Hast du auch schon was zu erledigen? Immer patrouillieren. Ja. Falls dem halt nicht so gewesen wäre. Genau. Die Wackelköpfe wollte ich unter anderem loswerden. Die wiegen zwar nichts, aber trotzdem. Dann haben wir die schon mal hier stehen. Neue chinesische Sturmgewehr mitholen. Radiation detected. Please wait. Ja.
Hier ist noch ein wunderschönes Lied für einen bestimmten Menschen, der einsam durchs Ödland zieht. Viele liebe Grüße. Ja, viele fühlen uns nicht mehr. Die Special-Dinger haben wir schon fast alle. Intelligenz fehlt uns noch und Glück. Aber ja, ansonsten haben wir ja schon quasi alles. Chinesische Soul Rifle. So. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Wait a moment. Ja. Lieber mal, ne? Auch noch ein bisschen was. Was ist hier? Ja. Voll oder eher zumindest ein bisschen sieht das Ganze doch schon viel schöner aus. Gut. Tag, Jericho. Ihr trainiert mal schön fleißig weiter. Finde ich gut. Muss immer noch warten. Meine Güte. Jungs und Mädels, seid ihr bereit, von eurem Three Dog verzaubert, betört und ganz und gar von den Socken gehauen zu werden? Anscheinend haben wir ein paar neue Meldungen. Radadada. Hört euch das an. Leute, die Jungs und Mädels von der Stählernen Bruderschaft führen den guten Kampf fort. Sie haben die Patrouillen in den Ruinen von DC verstärkt, nachdem dort immer mehr von unseren Lieblingsfreaks, den Supermutanten, gesichtet wurden. Ich gehe jede Wette ein, dass ohne unsere Freunde von der Bruderschaft das ganze Ödland der Hauptstadt schon längst überrannt worden wäre. Wenn ihr also einen Ritter oder Paladin trefft, der seinen Kopf für euch hinhält, dann sagt lieb Danke. Oder besser noch, schenkt ihm Munition. Danke fürs Zuhören, Leute. Ich bin Three Dog. Und ihr hört Galaxy News Radio. Wir sind das radiofreie Södland und wir senden nur für euch. Wir haben eine wichtige Durchsage von allgemein... Schnauze. Tach. Du machst, Patrouille. Guten Abend. Patrouille. Ja. Training. Training. Hallo. Hallo. Patrouille. So. Sieht das nicht geil aus? Unsere Soldaten, unsere Wachen. Ich hab schon wieder keine Kippen mehr. Was soll der Scheiß? Los geht's. Ein Dogmeat.
Let's go. Aber erstmal ein bisschen warten. Mal gucken. Geht die Quest schon? Ne? Nee. Na gut, dann gehen wir mal zurück zur Zitadelle und führen die Hauptstory weiter. Je länger wir hier rumsitzen, desto mehr Zeit haben sie, ihre Verteidigung zu stärken. Wir sollten sie so bald wie möglich angreifen. Wir haben kaum genug Leute, um die Zitadelle zu verteidigen. Wir haben das schon öfters besprochen, Sarah. Also warten wir einfach so lange, bis wir die Nächsten auf der Liste sind? Wenn die Pride jetzt reingeht, haben wir vielleicht eine Chance. Und wenn es schief geht, was dann? Das Risiko ist das Ergebnis nicht wert. Ich sehe das auch so. Ohne das GEEK ist der Aufbereiter für die Enklave ohnehin wertlos. Möglicherweise geben sie schon bald auf. Das gefällt mir nicht. Es muss dir nicht gefallen, Sarah. Du musst nur die Befehle befolgen. Ja, Vater. Sie sind also wieder zurück. Wir hatten schon befürchtet, sie und das GEEK-Modul wären verloren. Hatten sie Erfolg? Nun, man könnte so sagen, dass wir das GEEK gefunden haben. Oder keine Zeit, wir müssen sofort los oder das Projekt POT ist verloren. Ja, man könnte sagen, wir haben es gefunden. Ausgezeichnet. Damit können wir verhindern, dass die Enklave die Kontrolle über den Aufbereiter erlangt. Ganz so einfach ist es aber doch nicht. Was meinen Sie damit? Die Enklave hat sich das GEEK genommen. Es wird gerade installiert. Dann müssen wir uns sofort auf den Weg machen. Falls Sie noch andere Informationen haben, dann raus damit, bevor wir uns mobilisieren. Jegliche Hilfe Ihrerseits kann Leben retten. Eden wollte, dass ich das Projekt Purity mit einer Art Virus sabotiere. Die Enklave ist zerrüttet. Sie sind nicht so einig, was sie tun. Die Enklave führt Aktivierungscode. Sie können den Aufbereiter nicht starten. Ravenrock ist zerstört. Ach, wirklich? Das ist eine unerwartete, aber willkommene Überraschung. Hoffentlich beeinträchtigt das Ihre Verteidigungsfähigkeit. Wenn das so ist, müssen wir unsere Strategie ändern. Wenn die Enklave das GEEK hat, werden Sie den Aufbereiter ohne größere Probleme starten können. Den Code knacken Sie sicher irgendwann. Ich fürchte, wir haben keine Wahl. Wir müssen jetzt handeln, solange wir noch können. Die Pride geht rein. Wir können das schaffen. Wir können gewinnen. Nun gut, Sarah. Die Pride greift an. Aber ich möchte euch etwas zusätzliche Feuerkraft mitgeben. Rothschild, ist alles bereit? Was? Das geht nicht. Ich meine, Lee und ich haben die Energieprobleme gelöst. Aber wir haben eben erst die Diagnosetests abgeschlossen. Und? Es sind noch keine Feldtests, geschweige denn Kampfeinsätze möglich. Das Waffensystem ist unkalibriert, das Navigationserkennungssystem offline und so weiter. Rothschild, genug! Können Sie ihn zum Laufen bringen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir kommen schon zurecht. Und wenn nicht, dann spielt das auf die lange Sicht ohnehin keine Rolle. Also gut, Sarah. Du nimmst die Pride und den Roboter zur Unterstützung.
Nimm unseren Besuch hier mit und sichere den Aufbereiter. Ja, Sir. Ich bin aber noch nicht bereit. Bevor wir beginnen, möchte ich, dass Sie wissen, dass mein Vater und ich uns unterhalten haben. Die Pride und ich haben entschieden, dass Sie nach allem, was Sie überlebt und erreicht haben, Ehrenmitglied der Lions Pride sein dürfen. Also Glückwunsch. Die Mitgliedschaft bietet ein paar Privilegien, darunter unsere Powerrüstung. Wollen Sie die komplett oder die Aufklärungsrüstung? Ich brauche Ihre Ausrüstung nicht. Bin bisher auch ohne ausgekommen. Okay, Ihre Entscheidung. Ich will Sie ja nur beschützen. Glauben Sie, dass Sie es schaffen? Wir müssen los. Ich bin noch nicht bereit. Hören Sie, es wird schon gut gehen. Sie bleiben einfach hinter Ihrem Vordermann und halten den Kopf schön unten. Wir verschwenden wertvolle Zeit. Sind Sie bereit, vorzurücken? Nein, ich will noch kurz handeln. Beeilen Sie sich. Ja. Armory, da will ich hin. Tach. Hier spricht der Quartiermeister. Was brauchen Sie? Schnuggelchen. Ich muss das Angebot sehen. Na. Minigun Power. Aber jetzt hätte ich auch doch schon gerne ordentliche Munition dafür. Ich will mit in der ordentlichen Party hier mitmischen können, deswegen rüste ich mich jetzt hier mal schön ordentlich mit der Munition aus. Laserwaffen sind wir ja eh nicht so Freunde von. Alles klar. Wir sind überlastet. Welche Überraschung. So, Minigun. Ja gut. Wir sind ordentlich ausgerüstet. Dann wäre ich soweit. Sind Sie jetzt soweit? Ich bin bereit. Okay, seien Sie unbesorgt. Sie haben die ganze Pride im Rücken und außerdem diese riesen Blechdose. Bleiben Sie in Sicherheit, bis wir den Aufbereiter erreicht haben. Tot bringen Sie uns nicht viel. Und lassen Sie sich von dem Ding da nicht niedertrampeln. Habe ich nicht vor. Jetzt... Okay, gehen wir alles noch einmal durch. Die Pride steht hinter mir. Unser Ziel ist das Projekt Purity. Aber solange diese Energiefelder aktiv sind, kommen wir in die Anlage nicht hinein. Rothschild und Lee meinen, dieser Roboter müsste die Energiefelder durchbrechen können. Wir geben also Feuerschutz. Wir bleiben dem Baby auf der Pelle, halten den Gegner von ihm fern und sorgen dafür, dass es sein Ziel erreicht. Nachdem die Energiefelder ausgeschaltet sind, gehen wir direkt in die Anlage. Mit dem Roboter halten wir sie auf Trab, während wir reingehen und den Kontrollraum sichern. Wir müssen schnell handeln, bevor unsere Chance vorbei ist, sie zu überraschen. Holt alles noch notwendige Material. Wir treffen uns im Außenhof. Wenn wir damit fertig sind, gebe ich allen ein schönes, kaltes Glas Wasser aus. Aber jetzt los! Okay, Rothschild, werfen Sie ihn an. Pride, vorrücken! Die hier kann man auch als Gefährten kriegen, aber auch nur, wenn man gutes Karma hat. Mit dem Riesenhammer auf dem Rücken. Okay, Finale, wir kommen! Mit einer dicken, fetten Minigun. Jericho, das bedeutet jetzt Krieg. Ich hoffe, du bist bereit dafür. Wuhu! Weiß es da jetzt auch irgendwas im Radio? Sondersendung? Nee. Au. Nee, Leute. Nee. Mach den jetzt nicht jetzt schon kaputt. Mach den doch nicht jetzt schon kaputt. Wisst ihr, was gemein ist? Jetzt gibt's einen Cut. Und dann kommt erst das Finale morgen. Ha! Ja, das ist fies, ich weiß. Bis zum nächsten Mal.